Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play namens Daydream Forgotten Sorrow. Ja, das Spiel macht kleine Probleme und zwar schalte ich ja immer aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik aus. Das funktioniert hier leider nicht. Ihr hört jetzt zwar keine Musik, weil ich im Menü stehe und das Ganze jetzt im Nachhinein nochmal überarbeite mit der Stimme. Aber grundsätzlich ist Musik drin. Ich hoffe dennoch, dass es keine Probleme gibt mit den Lizenzen und dem Claim und so weiter. Und dass wir alles genießen können. Es wird täglich eine neue Folge hochgeladen vom Let's Play. In der Hoffnung, dass dann auch entsprechend die Folge oben bleibt und auch für alle offen bleibt. Wie gesagt, wenn Musik drin ist, haben wir ja immer so unsere Probleme damit gehabt in der Vergangenheit. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten ein neues Spiel. Ja, und wir haben unseren Teddybären gefunden. Halte X, um zu rennen. Müssen wir denn schon rennen? Oh ja, wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Uhuhu. Lauf, 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 lauf. Nein, lauf. Ich kann nicht schneller rennen. Ich kann nicht schneller rennen. Oh mein Gott. War's das? Ja, wir können uns bewegen und offenbar können wir uns. Teddy zeigt uns, glaube ich, wo wir hin müssen. Offenbar, wurden wir direkt schon mal einfach reingeworfen. Kein Thema. Ich war jetzt hier gerade auf gar nichts vorbereitet. Oh, ein Bild. Die Frage ist jetzt, was das für ein Bild war. Können wir hier irgendwas. Oh! Halte RT, um ihn hochzuwerfen. Ah, um ihn zu werfen. Ah! Okay, jetzt steht er da. Ist die Frage, muss er mir jetzt helfen? Nö. Da komme ich auch so rein. Okay, können wir da auch hoch? Oh! Okay. Oh, Entschuldigung, ich war es nicht. Können wir die Sachen auch aufheben? Oh, anscheinend nicht. Dann schauen wir mal im nächsten Zimmer. Teddy ist auch leicht auf die Schnauze gefallen. Kann ich das? Oh ja, kann ich bewegen? Okay. Halte RT, um den Wagen zu greifen. Ja, zu spät, zu spät. Kann ich das auch von der Seite? Nee, nur von der anscheinend. Wohin denn? Da oben. Da oben ist was rot. Das ist für die ganz Doofen wie mich. Dass man auf jeden Fall angezeigt bekommt, dass man da hoch kann. Ja, können wir da nicht näher ran? Ja, doch ein bisschen können wir noch. Es müsste theoretisch reichen, denke ich mal. Ich gucke mal, ob wir hier oben noch irgendwas machen können. Wer hat denn da bitte Essen gekocht? Da hat man doch so gar keine Lust mehr, irgendwas zu essen. Ja, anscheinend kann man da aber nichts mehr. Achso, wir müssen Teddy wieder erst hochwerfen, oder? Freiflug, Teddy! Freiflug! Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch jetzt.
So, ich sehe nichts mehr, aber wir kommen nach rechts. Das ist schon mal gut. Also nicht, dass ich nichts sehen kann, sondern dass wir weiterkommen. Ey, du Ratte, das ist mein Käse. Oh. Hilfe. Das ist mein Käse, wollte ich gerade gesagt haben. Halte LT, um zu ducken. Kann ich nicht hier mal hoch, vielleicht so? Kann ich den Käse mitnehmen? Moment, LT, LT. Oh. Das war was anderes. Ich stehe hier und möchte den Käse gerne mitnehmen. Vielleicht lasse ich den auch hier und gehe. Hier sind so komische Geräusche. Kann ich hier rüberspringen? Oh, anscheinend nicht. Ich kann sliden. Sehr schön. Okay. Kommt da was raus? Man, hier kommen so Schilder. Hab ich mich jetzt erschrocken? Kann die mitnehmen? Ja. Aber wohin? Ah, hier ist ein Loch. Okay. Hat er schon automatisch gemacht. Was ist das denn hier? Kann man das reinmachen? Teddy, was passiert da? Muss ich damit drauf? Oh. Teddy fährt Eisenbahn. Ich komme dir mal hinterher, Teddy. Ich glaube, ich kann mich da nicht draufstellen, oder? Nimmt er nicht so wirklich an? Ja, doch. Jetzt nimmt er das an. Allerdings nicht mit draufstellen, glaube ich. Jetzt, wo ich hier irgendwas machen muss. Ah, ja. Okay. Das funktioniert. Oh. Teddy wollte nicht nach unten knallen. Schade. Warum nicht? Wenn ich übrigens im Bild immer wieder nach oben laufe, das ist immer noch meinem kaputten Controller geschuldet. Was war das? Hallo? Ich habe gerade so komische Geräusche gehört. Kann ich hier irgendwas machen? Ich möchte auf dem Pferdchen reiten, bitte. Hallo? Gehen wir erstmal hier oben gucken. Ja, das ist rot, das ist klar. Da müssen wir hin. Kann man hier irgendwie was ziehen? Nee, der will immer da hochklettern. Hallo? Ich habe was gehört da unten. Das ist nicht gut. Ich höre aber keine Schritte. Das ist wiederum ist gut. Komm mal her, Teddy. Wir probieren mal eben was aus. Ah ja, das funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, Moment, LB, um dem Befehle zu geben. A bestätigen. Ah, okay. Wir sind also quasi noch im Tutorial. Okay, hier liegt eine Schallplatte. Muss ich die mitnehmen? Kann ich die mitnehmen? Brauche ich die für irgendwas? Ich würde gerne versuchen, da hochzuspringen, aber mit der Schallplatte wird das natürlich dann schwierig. Ist hier irgendwo ein. Hallo? Oh. Da bewegt sich jemand. Oh. Das ist die Hand. Okay. Ja. Warum auch nicht? Ich meine, wenn die Sachen verschwinden oder unheimliche Gestalten verschwinden, ist mir das immer lieber, als wenn die plötzlich auftauchen. Wir haben eine Libelle gefunden. Und nu? Wo fliegst du hin, kleine Libelle? Mutters Lied. Das Band erinnerte mich an einen Vergessenen. Ich darf es nicht lesen, keine Ahnung. Aber Mutters Lied habe ich gefunden. Sehr schön. Gibt's auch Vaters Lied oder hat er keine Lieder gesungen? Ich weiß es ja nicht.
Teddy ist schon wieder weg. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umschauen, ehrlich gesagt. Wo ist Teddy überhaupt hin? Der ist nach oben geklettert. Naja, genau, der ist nach oben geklettert und hatte das dann umgeworfen, ne? Haarbürste oder so kann ich nicht nehmen. Ja. Kann man denn hier noch die anderen Libellen machen? Weil. Schieben, drücken, keine Ahnung, kann man auch alles nicht. Was ist denn hier mit dem Schrank? Kann man auch nicht öffnen. Da sind zwei Libellen. Keine Ahnung, warum die jetzt leuchten und die anderen nicht. Oh. Okay. Ich wollte gerade schon fragen, ob wir nach vorne irgendwie müssen, um dann... Ups, ich war es nicht. Um dann auf die andere Seite zu kommen. Aber so geht es natürlich auch. Hallo? Ich bin in der Wand. Kein Thema. Komme ich da schon hoch? Ja, okay. So, Teddy. Ich vertraue den Dinger nicht mehr. Ist es eigentlich nur mir aufgefallen oder ist euch auch aufgefallen, dass der von der ersten Sekunde an zwei verschiedene Paar Socken anhatte? Teddy, wo willst du mit mir hin? Oh! Aua! Wo bin ich denn jetzt? Anscheinend tot. Okay. Hätte ich da rüberspringen müssen? Scheinbar ja. Nein! Oh. Ich glaube, ich bin gerade wieder gestorben. Ich wollte doch gar nicht springen. Ich wollte mich doch nur bewegen. Och Mann. Das finde ich aber doof. Wo bin ich? Hallo? Ja, kein Thema. Also wir schneiden die nächsten 50 Versuche dann am besten raus. Warum stirbt der immer? Wieso kann er nicht einfach wieder auf das Ding draufspringen? Mann, 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 Mann. Stand ich vielleicht zu weit hinten oder so? Ja, anscheinend ja. Okay, ich vermute mal, dass wir hier runterklettern können. Aber da der das eben nicht wollte... Oh, aber jetzt macht das. Okay, wenigstens etwas. Heieiei. So, können wir hier noch irgendwas machen? Sieht nicht danach aus, ne? Aber das sieht so ein bisschen wie dieses Little Nightmares aus, ne? Ich habe es ja leider noch nie gespielt. Obwohl ich mindestens die erste Folge habe. Ich glaube sogar die zweite Folge. Was müssen wir denn hier machen? Genau in der Mitte laufen wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Okay. Moment, da ist was Rotes. Können wir da nochmal... Ach, da oben ist noch was. Ja, komm, ein bisschen mehr. Oh. Was machen wir damit? Wir machen es kaputt. Können wir hier auch noch rum? Ah, okay. Ah, verstehe, verstehe. Okay. Dann sollten wir diesmal nicht sterben bei dem Versuch. Wo ist Teddy? Ach, da unten. Teddy, was machst du denn da? Ich dachte, du gibst mir Hinweise. Wieso hast du, Idiot, nicht gesagt, dass da oben Ventil ist? Da kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier stehen bleibt, aber ich denke trotzdem, dass wir weiter nach rechts rüber müssen. Ja. Ja, diesmal legt er sich nicht auf die... Ne? Wir sind eine Silhouette. Ne, doch nicht. Oh, oh, ich dachte gerade, wir sterben jetzt schon wieder an dem Ding. Oh, oh. Lauf! Wieso B? Ich hab doch mit B nichts am Hut. Teddy, ich opfere dich. Ich lauf jetzt weg. Du kannst den Teddy nehmen, aber nicht mich. Nein.
Kann ich hier hochklettern? Hallo? Oh! Oh! Ich war das nicht. Wer von euch kennt Steve Urkel? Oh, ich habe diese Serie geliebt. Leider habe ich sie schon lange, lange nicht mehr gesehen. So, wo sind wir jetzt? Hier geht's nicht weiter, ne? Ist alles nur dunkel? Nee. Okay. Hier ist was. Ah, okay. Komm ich mal runter. Ah, da hinten ist noch was. Und hier ist nochmal was Rotes. Ja, und jetzt? Wenn ich loslasse, geht's wieder runter. Kann ich hier irgendwie... Na? Ach, der macht das wieder in Zeitlupe, oder? Hallo, Teddy. Teddy, heute noch? Teddy will nicht. Okay, kein Thema. Teddy, vielleicht die Seite? Boah, ich muss hier loslassen. Die lasse ich jetzt los. So. Oh, Teddy ist müde. Teddy hat keine Lust mehr. Ich merke das schon. Ah, aber ich weiß, glaube ich, worum es geht. Wenn der sich, wenn er es denn tut, da hinten dran hängt. Und ich es nicht schaffe, hier ranzukommen. Jetzt. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott. Oh, geschafft. So, hier ist nur eine Kurbel. Was machen wir mit der Kurbel? Wir können nur den Teil... Ah, Moment, da hinten ist noch eine Kurbel. Teddy, Teddy, komm mal her. Teddy, komm ran hier. Los, bisschen schneller. Zack, zack. Sonst kriegst du kein Frühstück. Kommen wir da jetzt ran? Geht das auf Zeit? Ich weiß es nicht. Oh, geh da hoch, komm. Greift dir das Teil doch. Alter, wie scheiße springt der? So. Genau, werf es erstmal weg, anstatt einfach damit rüber zu laufen. Kein Thema. So. Teddy, immer schön weiter drehen, ja? Ah, perfekt. Da können wir weiter. Die Frage ist, ist hier noch irgendetwas? Das würde ich gerne mal kurz gucken. Was ist das Rote? Achso, das ist eine Kante. Ah, sieht mir jetzt nicht danach aus, dass hier irgendwas ist. Auch keine Errungenschaft, um Blütenblätter einzusammeln oder sowas vielleicht. Man kann ja nie wissen. Ich meine, ne? So, hier ist auch nichts. Nö, dann gehen wir mal da durch. Schauen wir mal, was wird. Wo sind wir denn hier? Da mal was roh. Oh! Ist das ein Wal? Heftig! Oh! Oh! Ich gehe mal wieder. ich bleib doch mal lieber außen. So, Moment. Kann man das hier irgendwie? Scheinbar nicht. Vielleicht von der anderen Seite? Ja. Ah, okay. Ich glaube, Teddy muss das machen, damit ich nach oben komme. Nee, falsche Taste. Teddy? Teddy, was passiert, wenn du dich daran hängst? Moment, mal gucken. Oder wird das dann eingehakt? Das kann natürlich auch sein. Das muss ich im Nachhinein wahrscheinlich machen, oder?
Dachte ich mir schon. Moment, da müssen wir Teddy hier erstmal runterlassen. Dann Teddy nicht da draufstehen. Nachher kommt der Wal wieder und dann bist du weg. Dann bist du Walfutter. So. Jetzt Teddy einmal. Nee, das darf ich drücken, das darf ich nicht drücken. So. Einmal einhaken bitte, genau. Ach, das bleibt jetzt. Okay, cool. Dann laufen wir mal ganz schnell hier hoch. So, ich hoffe, dass ihr vom Spiel überhaupt noch was hört, weil das Problem ist, wie gesagt, dass wir... Oh ja, genau, kein Thema. Der hätte einfach nur die Hand öffnen müssen und sich festhalten müssen, aber wollte er nicht. Keine Ahnung, warum. Ja, weil wir, wie gesagt, nicht so lauten Ton haben. Ach, jetzt kann er es auf einmal. Nicht so lauten Ton haben, weil wir das Problem hatten mit der Musik am Anfang. Und Teddy, kommst du mit? Och, sag mir jetzt nicht, ich hätte dich werfen müssen. Kann ich dich nicht einfach... Oh, ich kann dich auch nicht mitnehmen. Och nein, das ist ja wie bei Kunden, dass man nicht weitergehen kann, wenn der andere nicht da ist. Das ist so lächerlich. Komm her, Teddy. Geh mir nicht auf die Nerven, geh rüber. So. Nein, das war so klar, dass das dann passieren würde. Es war so klar. Teddy, das ist alles nur deine Schuld. Merk dir das. Wärst du einfach mitgekommen, hätte ich dich nicht werfen müssen. Hätte ich das jetzt nicht gehabt. So. Jetzt komm endlich her, Teddy. Warum muss ich jetzt rennen? Hä? Muss ich rennen? Springe ich dann weiter? Oh, anscheinend ja. Das hat mir noch keiner gesagt. So, kann man da irgendwie hoch? Von der Seite oder so? Auch nicht anscheinend. Kann ich Teddy da hochwerfen? Ich bin mir nicht sicher. Komm mal her. Nee, Teddy ist so doof, sich festzuhalten. Das können wir nicht machen. Oh, Moment. Hä? Also das würde dann hochgehen. Das würde dann die Verbindung sein. Das ist ja soweit okay. Ah, nee, nicht nur die Verbindung, sondern das knallt dann runter. Muss ich Teddy dann vielleicht da hochwerfen? Kann das sein? Hallo, Teddy, bleib doch mal stehen. Oh, Teddy, komm. So schwer kann der doch nicht sein. Hallo. Wieso kann ich den jetzt nicht mehr mitnehmen? Komm her. Och, zählt er sich da nicht fest? Ich glaube, Takt. Hallo, Teddy. Jetzt komme ich hier nicht mit dem hoch, oder was? Oh, Leute. Wie blöd ist das denn gemacht hier? Komme ich denn wenigstens da hoch? Ich kann doch nicht mal stehen bleiben. Moment. Ich komme da anscheinend auch nicht hoch. Teddy, komm her. Das muss irgendwie. Nee. Ist einfach zu doof, um Teddy zu werfen. Hm. Wir kommen aber anders nicht durch die Tür durch. Gehe ich mal stark von aus. Können wir nicht einfach hier so an der Seite vorbeigehen? Ist doch alles offen. Mann. Wo können wir denn Teddy denn überhaupt... Da können wir ihm sagen, dass er hingehen soll. Aber er kann ja nichts machen, ne? Ach so, dass er bei mir bleiben soll, oder was? Ah, okay. Das geht also auch. Die Frage ist, wie kriegen wir den jetzt da oben ran? Ich kann anscheinend nicht ranspringen. Ihn kriege ich irgendwie nicht dahin. Komm mal her, Teddy. So. Er ist einfach zu doof, sich festzuhalten. Das ist das Problem. Und ich kann ihn ja nicht gleichzeitig werfen und... Ne? Ja. Ich könnte ihn höchstens daran werfen. Aber jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen.
geil. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist noch so ein bisschen verbuggt. Ach, Mann, Teddy, halte ich doch einfach fest. Ganz ehrlich. Komm her. Nein, nicht. Die nachfolgenden. Boah, Leute. Die nachfolgenden Folgen können sich nur um Wochen verspäten. Dass der den aber auch immer automatisch loslässt, sobald man sich einen Millimeter bewegt. Das ist doch nicht normal. Komm mit, Teddy. Du nervst. So, jetzt klatsche ich dich erstmal gegen die Wand. So, jetzt komm endlich her. So, nee, das war wieder mal der falsche Winkel, wie immer. Mann, Teddy, du sollst nicht mit deinem Kopf versuchen, dich festzuhalten. Du sollst die Arme nehmen. Aber ich kann ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Ich komme ja auch nicht da dran. Oder, jetzt klappt es endlich mal. Das bringt mir nur nichts, weil Teddy da eigentlich ran muss. Oder können wir ihm... Nee, jetzt können wir ihm gar nichts mehr sagen. Och nee. Wollt ihr mich hier veräppeln? Wir können Teddy nicht sagen, dass er sich jetzt da dranhängen soll, obwohl er einfach nur die Arme nach oben heben muss, damit das funktioniert. Wollt ihr mich denn hier? Jetzt komme ich auch nicht mehr runter. Moment. So, jetzt. Teddy, warum kriegst du das nicht auf die Reihe, dich festzuhalten? Komm mal her. Und warum flackert mein Bild hier die ganze Zeit so komisch? So. Teddy hat's endlich mal geschafft. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Er ist nach oben gegangen. Moment, jetzt müssen wir nur wieder 30 Versuche machen, bis wir jetzt rankommen. Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Oh Gott. Ja, so nicht. Teddy, wenn du jetzt nicht auf mich reagierst, ne, und dahin gehst, dann kriege ich die Krise. So, komm, los, spring. Fall jetzt bloß nicht runter, Teddy, du schaffst das. Boah, endlich. Nee, du brauchst nicht zurücklaufen, Teddy. Du hättest da hinten runterspringen können. Du bist ein Teddybär. Du kannst eh nicht kaputt gehen. Das war die falsche Taste. Wir haben Rotwein gefunden. Rotwein ist immer gut. Damit kann man Türen öffnen. Ich weiß nur noch nicht wie. So auf jeden Fall nicht. Kann man da oben nicht irgendwie ans Werkzeug ran oder so? Kann ich hier was von nehmen? Nee. Übrigens, falls ihr gerade was fluchen gehört habt, das war der Epi. Es tut mir leid, aber ich muss leider hier die Tür ein bisschen offen halten, wegen DHL. Die wollten nämlich heute noch kommen. Was soll ich jetzt mit der Flasche machen? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Soll ich vielleicht das Stroh anzünden oder so? Habe ich ein Feuerzeug dabei? Damit Teddy vielleicht demnächst ein bisschen schneller hochkommt. Man weiß es ja nicht. Aber wieso hat er die Werkzeugkiste zum Beispiel nicht genommen? Damit hätten wir doch einfach das Ganze aussägen können, oder nicht? Was soll ich jetzt mit dieser dämlichen Flasche machen? Ach, schmeiß einfach weg. So. So, Teddy, komm. Ich muss nochmal versuchen, dich rüberzubringen. Nein, Teddy, komm her. Komm her, böser Teddy. Nicht immer runterspringen. Nein, böser Teddy. Böser Teddy. So. Jetzt hat er es einmal hinbekommen. Jetzt kriege ich das nochmal hin. Das ist zumindest. Teddy, ist das dein Ernst? Teddy, wir sind keine Freunde mehr, wenn du nicht oben drauf bleibst. Nein, geh nach oben oder verreck, blöder Teddy. So. Und jetzt geh noch mal rüber. Obwohl, ich kann nichts mehr anvisieren. Ich dachte, vielleicht könnte ich die Werkzeugkiste noch mal. Aber scheinbar nicht. Jo. Das Mysterium der Flasche. Ich würde eigentlich gerne die Folge langsam abschließen, aber irgendwie kann ich damit vielleicht irgendein Monster besänftigen oder so. Irgendjemand, der gerade Durst hat, können wir dem vielleicht
Einfach die Flasche vom Latz knallen. Das funktioniert auch nicht. Ich meine, gut, die ist noch nicht mal kaputt gegangen, als sie da oben runter, ne, gefallen ist. Jetzt sind wir wieder hier. Hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Ganz wegwerfen kann ich sie auch nicht. Kann ich vielleicht Teddy damit abwerfen? Man weiß es nicht. Nein. Och, geh bloß nicht nach links. Hm. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Teddy, nimm die Flasche und spring. Teddy möchte nicht. Okay. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier sonst weiterkomme. Ich hätte jetzt gesagt, mit dem Werkzeug irgendwie was aufschließen, um hier rechts reinzukommen. Ich würde auch gerne alles in einer Folge machen, weil das ist so doof, wenn man das jetzt mitten im Rätsel splittet. Aber ich sehe hier halt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich kann halt nur schleichen, das bringt mir auch nichts. Ich kann Teddy rufen sozusagen, aber andere Tasten habe ich auch nicht, außer springen. Wobei der den Leuchtturm da oben angeguckt hat. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Flasche jetzt oben liegt. Nein, hau die doch mit runter, Teddy. Oh, der ist so saudämlich, ehrlich. Verstehe auch nicht, warum ich da nicht hoch springen kann. Ja, jetzt ist die Flasche oben und mir bringt das nichts. Ich springe mal in den Tod, vielleicht kriege ich sie ja... Oder ich kann nicht in den Tod springen. Dann kriege ich sie auch nicht wieder. Ich springe mal hier in den Tod, dann müssen wir das halt hier nochmal neu machen. Weil ich wüsste nicht, wie ich sonst anders an die Flasche rankommen sollte. Okay, hier ist jetzt neu gestartet. Oh, und die Flasche ist oben. Ich hab's geahnt. Das wollte ich nicht alles nochmal neu machen. Teddy ist doch wieder zu blöd und ich bin wieder zu blöd, um da ranzuspringen. Ah, diesmal klappt's. Immerhin. So, jetzt geh nochmal rüber. Spring. Komm, du schaffst das, Teddy. Du hast das schon mal geschafft. So, dann nehmen wir jetzt mal die Flasche und probieren die jetzt mal hier oben gegen zu werfen. Dein Ernst? Dein Ernst? Bin ich wirklich so doof? Mann! Mach mir die Tür auf, Teddy, bitte. Sonst hat das alles keinen Sinn gehabt. Oder komme ich da hochgesprungen? Nee. Hallo? Oh, Teddy, danke schön. Danke schön, danke schön. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Ich könnte die Flasche nochmal mitnehmen, aber bringt die mir was? Ich denke mal nicht, ne? Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ich meine, wer weiß, wann ich da wieder irgendwo an eine Stelle komme, wo wir Wasser haben und zumindest kann ich dann Rotwein oder sowas trinken. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber Hauptsache, ich habe was zu trinken. Oh, das sieht aber schön aus. Teddy hat sich schon hingesetzt. Er findet das auch ganz toll. Na, Teddy, was machst du hier? Braver Teddy, hast mir die Tür geöffnet. Hinten ist ein Leuchtturm. Da hinten, Teddy. Da ist der Leuchtturm. Da müssen wir hin, glaube ich. Ja, wir müssen scheinbar dahin. Das heißt, ich würde sagen, dass wir hier jetzt endlich mal einen kleinen Cut machen können und den Rest dann in der nächsten Folge ansehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.